Der Hoffnung, das Klima zu retten, zerstören wir unsere eigene Wirtschaft. Das ist das Motto vieler Regierungen in Europa und speziell natürlich der in Deutschland. Die Folgen sind, naja, die Wirtschaft, die ist ziemlich am Abgrund und all das hat der Chef von Ryanair, O'Leary, auf den Punkt gebracht, indem er sagte, Government of Idiots. Er meinte damit sehr speziell den Flugverkehr, aber hat das doch ein bisschen weiter ausgeführt, wollen wir uns gleich anschauen und wir kommen also mit einer sehr schlechten Voraussetzung jetzt in diesen Trump-Trade, in diese Handelskriegssituation, die sich ja ganz klar abzeichnet. Wir werden so oder so mehr bezahlen müssen, müssen Konzessionen machen. Er wird, nämlich der Donald, der wird sagen, ja Zölle und sonst haue ich nochmal 10% drauf, wenn ihr nicht das und das bezahlt oder von uns das und das kauft. Also das ist eine ziemlich schlechte Voraussetzung, wenn man dann noch mit einem Mindset startet, das sowieso schon letztlich gegen die Wand gefahren ist. Und ich habe eine kleine Hoffnung, nämlich die, dass wir durch die Machtübernahme von Donald Trump endlich mal kapieren, endlich mal umsteuern und sagen, so, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Dinge wieder drehen können, denn sonst werden unsere Kinder und Kindeskinder nicht mehr in diesem Wohlstand leben, den wir gewohnt sind. Das allerdings scheint den Jüngern der Apokalypse, der grünen Apokalypse, nicht so ganz klar zu sein. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen, startend mit dem Ryanair-Chef. Er hat das hier sehr drastisch formuliert, etwa mit Flughafengebühren, die so teuer gemacht werden, dass letztendlich eine Fluggesellschaft wie Ryanair sagt, ja, dann halt nicht, es macht keinen Sinn hier. All das sorgt dafür, dass wir in Deutschland weniger Mobilität haben. Ist damit dem Klima geholfen? Nein, das findet nur woanders statt. Bekanntlich ist ja der Himmel über Deutschland jetzt nicht entscheidend für das Klima, sondern es zählt ja die Gesamtbilanz. Insofern ist das natürlich ziemlich schwachsinnig, was da passiert. Also man versucht sozusagen bewusst seitens der Politik den Flugverkehr hier runter zu dimmen. Deswegen diese Bezeichnung Government of Idiots und damit ist die Bundesregierung gemeint und eine Partei mit einer grünen Farbe im Logo. Und es fällt jetzt doch ein bisschen schwer, nach langem Nachdenken hier sachlogische Gründe zu finden, die dem Ganzen oder die dieser Aussage widersprechen. Wenn wir den Blick mal weiten, dann haben wir in Deutschland im Prinzip die Selbstzerstörung der Wirtschaft. Wir machen unsere Industrie mutwillig kaputt. Hier CO2-Abgabe für Autos, müsst ihr Strafe zahlen, das nur mal als Beispiel jetzt der EU, aber hier die gesamte Energiepolitik, künstliche Verteuerung von Energie, müsste gar nicht so sein, die sorgte für das Ihrige. Wir sind also der kranke Mann Europas. In Frankreich haben wir trotz extrem hoher Steuern ein Defizit von 6%. Jetzt die politische Paralyse, die wir hier im Parlament sehen. Deswegen ja die Risikoprämien so hoch, Frankreich so hoch wie die von Griechenland und Italien. Und Spanien haben vor allem ein demografisches Problem, das sich gewaschen hat. Die kriegen zu wenig Kinder. Und werden diese Systeme, etwa Gesundheitssystem, Pensionssystem, ähnlich wie wir auch, aber vielleicht noch ein bisschen krasser, nicht aufrechterhalten können. Wir haben also eine Wirtschaft, die nicht wächst, wir haben hohe Schulden und wir sind ein bisschen verrückt in der Birne, könnte man zusammenfassen. Keine guten Voraussetzungen, wenn jetzt ein anderer kommt, der auch so ein bisschen crazy unterwegs ist. Gemeint ist Sir Donald und schauen wir uns zunächst nochmal ein paar hier die Franzosen an. Schwerer Sturm, Regierung in Paris, so titelt das Handelsblatt, droht der Sturz. Die Linken und der Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen, könnten ein Misstrauensvotum stellen. Dann würde der von Macron installierte Ministerpräsident scheitern und all das eben in dieser Situation, wo es um das Budget geht, die Tragfähigkeit von Schulden, all diese Dinge, die in Frankreich ja schon ziemlich aus dem Ruder gelaufen sind. Hier sehen wir mal französische Aktien. Aktien extrem schlecht in Relation zum Stoxx 600 und das alles in der Situation, wo wir jetzt wahrscheinlich wieder eine steigende Inflationsdynamik sehen. Wir haben gestern die Inflation aus Spanien gesehen, größter Anstieg seit August. Das sind jetzt alles noch nicht wieder diese Niveaus, die wir schon mal hatten in Corona, aber es geht eben wieder nach oben. Hier sehen wir mal die Schätzung, um 11 Uhr kommen die Zahlen und obwohl dem so ist, hat Villeroy, der Franzose,
der offenkundig Nullzinsen braucht, vielleicht sogar negativen Zinsen braucht. Gestern hat er gesagt, ja, wir sollten Negativzinsen nicht aus unserem Werkzeugkasten verbannen. Hier sollten wir also schnell die Zinsen senken, so seine Botschaft, weil er versucht offenkundig hier das Desaster vor allem für Frankreich ein bisschen abzumildern. Aber die Inflationsraten, wie auch in Deutschland gestern die Zahlen, die gehen wieder nach oben. Eigentlich sollte man da jetzt vorsichtig sein mit einer Zinssenkung, was die Inflation betrifft. Aber wenn die Wirtschaft so abschmiert, ist das eben eine schwierige Überlegung. Und jetzt gibt es noch Druck seitens der Amerikaner, die ja Sanktionen gegen die Gazprom-Bank erlassen haben, womit die praktisch im Energiehandel aus dem Spiel sind. Und jetzt fordern die Amerikaner die EU auf, macht das bitte auch. Das würde bedeuten, dass man praktisch mit Russland keinen Gashandel mehr betreiben kann, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und wir beziehen ja nach wie vor, wir Deutschen etwa LNG, also Flüssiggas aus Russland. Andere beziehen Pipeline-Gas, wie die Österreicher, die Ungarn und so weiter. Das wäre also sozusagen der nächste schwere Schlag. Wir sind regelrecht eingeklemmt in diesen Konflikten und sehen, wie unsere Handelsbeziehungen zu den USA in den letzten Jahren ja gerade jetzt in Deutschland gestiegen sind, während die Richtung China gefallen sind, weil eben die chinesische Wirtschaft Probleme hat. Warum hat sie Probleme? Weil Xi Jinping wieder ein sozialistisches Programm durchgesetzt hat, aber wir sind hochgradig abhängig von den USA. Gerade in den Bereichen, wo es nicht so gut läuft, brauchen wir jetzt Unterstützung. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir den Karren aus dem Dreck ziehen. Dementsprechend ist es total kontraproduktiv, wenn etwa ab 01.01.2025 dann diese CO2-Strafzahlungen kommen durch die EU. Also das ist schon irgendwie so, wie soll man sagen, Ablass, um die Klimasünde wieder gut zu machen. Schwer zu sagen, was da mental dahinter steht, aber es hat so religiöse Züge, gar keine Frage. Ebenso wie bei unserem Wirtschaftsminister, der ja jetzt froh ist, dass es den französischen Atomstrom gibt. Die eigenen schalten wir ab, mit der Folge, dass wir jetzt so viele Importe haben wie noch nie in den letzten Jahrzehnten an Strom. Klar, macht Sinn. Wir machen uns schön abhängig von den Franzosen, die, wie wir gesehen haben, ja selber so ihre Themen haben. Und all das ist dann noch passiert, wie jemand vom TÜV sagte. Da hat man ja den Eindruck erweckt, na ja, das sei ja gar nicht wirklich sicher wieder zu betreiben, diese Atomkraftwerke von Lemke, Frau Lemke und Robert Habeck. Und hier heißt es eben seitens dieses TÜV-Manns, der hat damals gesagt, diese Aussage ist schlichtweg gelogen. Jetzt sagt er, ich würde sagen, das entspricht nicht den Tatsachen. Das ist eine lustige Formulierung, sagt also dieser TÜV-Mann, er hat den Eindruck, dass man eben diese Atomkraftwerke abschalten wollte, egal was Fachleute sagen, und so wird es auch gewesen sein. Das ist ja das Ziel der Grünen gewesen, kann man ja auch machen, aber dann muss man mit den Konsequenzen leben. Wenn du also einen permanent laufenden Energielieferanten in einer Energiekrise abschaltest, dass du dann Themen bekommst, das liegt eigentlich auf der Hand, aber wahrscheinlich werden jetzt manche da überrascht sein, gell? Hier sehen wir, dass eben damit erstmal schon klar ist, der Kohleausstieg 2030, der geplant ist, forget it, wahrscheinlich kann man sofort auch vergessen, diese ganze grüne Wasserstoffhoffnung, forget it, ist viel zu teuer, also bleiben wir entweder auf der Kohle sitzen, wodurch wir dann wieder mehr CO2 in die Luft pumpen, was ja eigentlich nicht das erklärte Ziel gewesen sein sollte von Robert Habeck und den Seinen. Und so ist eben jetzt diese Politik sozusagen auf dem Maximum ihrer eigenen Widersprüche angelangt. Wahrscheinlich müssen wir dann noch weitere Kohlekraftwerke bauen, wenn es so weitergeht. Und wie Christoph Kanne hier auf den Punkt bringt, das Problem der Habeckschen Energiepolitik ist nicht, dass ein strenger Winter zu Problemen führen kann, sondern das Problem ist, es gibt keinen Plan B. Und das kann bedeuten, dass wir Einschränkungen erleben werden, dass wir Brownouts erleben werden, wo also bestimmte Dinge runtergedrosselt werden müssen, der Verbrauch runtergedrosselt werden muss, Fabriken stillstehen erstmal eine Zeit lang, weil man sonst die Versorgung etwa auch der Bevölkerung nicht sicherstellen kann. Also und all das, wenn jetzt der Winter hart werden sollte, wie manche Prognosen hier sagen, ob dem so ist, das können wir natürlich jetzt noch nicht wissen. Aber eins wissen wir, dass eben die Gasentnahmen aus den Speichern
Deutschland schon sehr deutlich jetzt erfolgt sind. Also sehr viel stärker als in den beiden Jahren zuvor. Jetzt kommen wir mal, nachdem wir die klugen Europäer und vor allem die klugen Deutschen behandelt haben, an die Wall Street. Da gibt es ja auch Kluge und die machen zum Beispiel Statistiken. Heute haben wir Black Friday, gestern der Feiertag, Thanksgiving. Wie ist die Performance? Und da haben wir den Dow Jones, den S&P 500 und den Nasdaq. Und Aufwand ist, dass der Nasdaq an 70% höher ist dieser Tage, auch mit der besten Performance Average seit 1990, 0,33. Also das ist ein Tag, der normalerweise für die US-Aktienmärkte relativ freundlich ist, vor allem für die Tech-Werte. Und vielleicht wird diese Meldung hier stützen, dass die Biden-Administration, so viel muss man ja noch dazu sagen, hier vielleicht nicht ganz so strenge Restriktionen in Sachen China-Chip-Sanktionen hier erlassen wird, als ursprünglich befürchtet und gemeldet. Aber letztendlich ist das egal, was die beiden Regierungen macht. Entscheidend wird sein, was die Trump-Regierung machen wird. Vor allem Jamieson Greer, der ja als Handelsbeauftragter dann ein ziemlicher China-Falke sein wird. However, mal sehen, ob das heute wieder beflügelt. Die Amerikaner sind ja nicht verlegen, wenn es darum geht, Gründe zu finden, warum unbedingt jetzt die Aktienmärkte steigen müssen. Gestiegen sind auch vor allem die Investitionsquoten. Hier sehen wir mal oben NAAIM Number, also die Vermögensverwalter, jetzt mit knapp 99 dem Wert investiert. Das heißt, man ist all in. Es gab in den letzten Jahren mal knapp Werte über 100, aber nicht sehr viele und nicht sehr lange. Also da ist schon eine ziemliche Vollinvestition der Fall. Die Privatinvestoren werden ein bisschen skeptischer. Nur noch 37% Bullen, das ist fast nicht mehr als jetzt die Bären bei den Privatinvestoren auf die Waage bringen. Also die Privatinvestoren werden etwas vorsichtiger. Und interessant ist, dass wir in dieser Woche gesehen haben, dass der Dollar, der zuvor so eine solche Rallye absolviert hat im Rahmen des Trump-Trades, dass der jetzt die schwächste Woche seit August wohl absolvieren könnte, wenn sich da heute nicht so wahnsinnig viel ändert. Von dieser Goldschwäche profitiert jetzt auch Gold. Von dieser Dollarschwäche, so muss es heißen, profitiert jetzt auch Gold, das heute Nacht steigen kann. Ukraine-Risiken, nachdem der Vladi gesagt hat, also ich könnte da Kiew ganz schön beschießen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite eben dann der schwächere Dollar, oder? Mal schauen, wie es mit Gold hier weitergeht. Aber eins ist klar, wir sehen jetzt verstärkte Aktivitäten vor den Zöllen von Donald Trump, etwa Air Cargo Flights, also Luftfrachttransporte, die sind jetzt so stark oder so zahlreich wie seit März 23 nicht mehr. Alle wollen noch versuchen, vor dem Eintritt von Zöllen irgendwie jetzt ihre Schiffchen ins Trockene zu bringen. Das sehen wir auch in den USA, Containerboom, also auch da geht es ziemlich zur Sache. Das wird aber bedeuten, dass wenn dann Trump mit seinen Zöllen kommt, dann wir wahrscheinlich erstmal in ein Loch fallen werden, zumal eben die Amerikaner mit Abstand der größte Importeur sind, wie wir hier in dieser Grafik sehen, noch vor den Chinesen, auch vor den Deutschen, die sind hier deutlich vor den Japanern, also wir sind die drittgrößte Importnation, ja auch die noch formal drittgrößte Volkswirtschaft, aber nur weil die Japanesen so einen schwachen Yen gehabt haben, das ändert sich aber heute, gleich mehr dazu. Chinas Wirtschaft übrigens ist größer als 30 asiatische Volkswirtschaften zusammen, auch die indische dabei. Also das ist schon ein Dickfisch. Und wir sehen heute gute Laune an chinesischen Finanzmärkten, vor allem an festlandschinesischen Finanzmärkten. Der Hang Seng jetzt gar nicht so in Hongkong begeistert, aber hier ist die Hoffnung auf Stimulus, nachdem ein Screenshot aufgetaucht ist in sozialen Medien, der darauf hindeutet, dass das Gremium CEWC sich früher treffen wird als expected, als erwartet. Und dementsprechend ist jetzt die Hoffnung, dass hier Stimulus doch mehr kommen wird. Wir sehen dann vor allem den Chinex, also Chinas Tech-Werte, deutlich nach oben gehend und so weiter und so fort. Dagegen andere Situationen jetzt in Japan, nachdem wir heute die Inflation im Raum Tokio gesehen haben, die höher war als erwartet, wertet der Yen sehr stark auf. Dollar-Yen fällt also unter die psychologisch so wichtige Marke von 150, weil
Man sagt ja, jetzt muss die Bank of Japan, die Notenbank, die muss bald mit Zinsanhebungen reagieren. Und wir wissen noch, als die Notenbank die Zinsen mal um 0,25% angehoben hat, da war sofort Chaos an den Märkten, Carry Trade und so weiter und so fort. Und einer der Lieblinge der deutschen Medien, Lula, dem geht jetzt das Geld anderer Leute aus in Brasilien. Der kommt ja immer sehr gut weg, Geld. Da gibt es kein böses Wort über Lula, aber Milei, das ist ein Marktfaschist, nicht wahr? In Argentinien aber zeigte der Marktfaschismus positive Resultate, während der Lulusche Sozialismus negative Resultate zeigt, vor allem weil eben das fiskalische Defizit ausgeufert ist. Jetzt fehlt das Geld anderer Leute. Jetzt will man hier versuchen, 12 Milliarden erstmal einzusparen, aber der brasilianische Real auf Allzeittief zum Dollar, also auch das ist eine Message. Und eine Message auch eben, dass wir jetzt im November nach dem Sieg von Donald Rekordzuflüsse gesehen haben in Bitcoin-Funds. Bitcoin jetzt bei 96.000 kommt noch nicht so über diese 100.000er Marke hinweg. Das ist natürlich psychologisch eine sehr wichtige Marke. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, hier. USA rufen EU zu Sanktionen gegen Gazprom Bank auf. Und das würde bedeuten, dass wir faktisch uns das eigene Fleisch schneiden müssen. Okay, was genau die Amerikaner da fordern und wieso, das lesen Sie in diesem Artikel gerne weiterempfehlen. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, was wird der DAX machen? Heute die Inflationsdaten, 11 Uhr aus der Eurozone, Aussagen von EZB werden kommen. Also diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich Servus, ciao.